Ja, Leute, herzlich willkommen zurück. Und ja, was ist denn hier passiert? Das passiert, wenn der Minix auf dem Weg zu seinem Sterbeort ist und dann doch mal entschließt, nochmal ganz kurz um die Ecke zu schauen. Und schon hat er die lokale Tierwelt dezimiert. Ein paar Snapper. Und ich gucke mir jetzt mal ihre Höhle an. Eine Spruchrolle, sieht aus wie ein Eiszauberspruch. Gucken, was das ist. Wahre Macht, was ist denn wahre Macht? Ah, geil. Keine Lust gerade zu lesen. Und ja, ich habe ein Level abgemacht. Das heißt, wir werden, also ja, ich werde jetzt mal ins alte Lager gehen und mal schauen, ob ich die nächste Stufe lernen kann. Den dritten Kreis müsste das sein. Ja, den dritten Kreis der Magie. Was ich schwer hoffe, weil dann kann ich endlich auch mal, denke ich, einen Feuerball beschwören. Und muss jetzt nicht immer mit diesem blöden Feuerpfeil rumlaufen. Der schon irgendwann überhaupt keinen Schaden mehr macht. Und dann bin ich wirklich ein Magier. Dass ich über die hohe Robe des Feuers mit dem zweiten Kreis tragen kann, während alle anderen wahrscheinlich schon auf der höchsten Stufe sind. Das wäre so sehr verwunderlich. Ja, und wie gesagt, bin ja in der letzten Folge. Entschuldige ich mich dafür, wenn die ein bisschen zu abrupt geändert hat, aber ich dachte so 13 Minuten, das reicht eigentlich so für eine Folge, obwohl ich da eigentlich der Ansicht bin, für so für eine Art, für ein Spiel dieser Art bräuchte man mindestens 20 Minuten, finde ich, pro Folge oder maximal, weil ja doch verhältnismäßig wenig passiert, finde ich, in Rollenspielen. Zumindest für Leute, die mal wirklich Action-Rollenspiele mögen, ist das vielleicht ein bisschen zu, ja, zu lahm, sage ich jetzt mal. Und für die Leute, die halt solche etwas auch ruhigeren Rollenspiele mögen, teilweise zumindest, ist das Magie zu ja Ehren. auch optimal. So, 20 Lernpunkte, das machen wir doch gleich. Kannst du mich den dritten Kreis lehren? Der dritte Kreis der Magie ist einer der wichtigsten Schritte im Leben eines Magiers. Nicht länger bist du ein Suchender. Du bist bereits ein Stück des magischen Weges gegangen. Du hast gelernt, die Runen zu nutzen. Dieses Wissen ist das Fundament für deinen weiteren Weg. Nutze die Runen mit Bedacht. Du kannst eine Rune nutzen oder nicht. Aber entscheide dich für eine der Möglichkeiten. Zögere nicht, deine Macht einzusetzen, wenn du dich einmal entschieden hast. Erkenne deinen Weg, dann wirst du die Macht der Entscheidung erkennen. Ja, okay, kann man machen. Ich habe doch die hohe Robe des Feuers. Wollte nicht nochmal kaufen. So, mal gucken, was können wir denn für Zaubersprüche? Der dritte Kreis. Feuerball, Eisblock, Kugelblitz. Super. Was habe ich jetzt für Zauber? Habe ich davon schon einen? Nee. Da muss ich doch mal gucken, wer hier die Zauber verkauft. Oh. Das ist doch hier der Dings. Wie heißt er? Das ist der Herr mit dem komischen Namen. Rodriguez? Nee. Torres. Magie zu Ehren. Gibt's auch einen Ryzen ein? Kommandant Torres, wenn ich mich recht entsinne. Ich möchte Schrift. Ja, Schriften, das ist. Uff. Ah, ja. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Feuerballrune. Sehr gut. Feuersturm. Oh, yeah. Klingt ja auch klasse. Die Heilungsrune. Habe ich die? Gucken, nee, das ist die Heilung. Nehme ich die gleich auch. Gucken, was ich verkaufen kann. Eisblock Heilung. Dann brauche ich ja die Heilung nicht mehr. Und ich habe doch hier sicher noch ein paar. Genau, hier Feldbogen brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Auch nicht. Brauche ich auch nicht. Todbringer behalte ich nochmal. Und bezahle noch. Hier, ein Teller, Becher, was ist?
Molrat Fett. Wer weiß, vielleicht brauche ich das noch. So, Rest in Erz, Flügel. So, jetzt geht das doch ab. Sieht doch gut aus. Dann kann ich jetzt endlich mal einen Feuerball wirken. Dann kann die scheiß Rune hier raus und ich kann Feuerball machen. Oh. Heißpfeil brauche ich dann auch nicht mehr. Muss ich alles nochmal neu ausrichten hier, meine Fähigkeiten, damit ich die schnell nebeneinander habe. Ich mag das nicht, wenn die Kampf- und Fähigkeitenzauber so weit auseinander liegen. So. Telekinese auf 9. Und das auf 10. So. Jetzt habe ich das auf der 4. Gucken, wie viel nimmt denn das weg hier an, Mana? Oh, das geht sogar. Das ist doch in Ordnung. So. Dann können wir uns ja jetzt endlich auf den Weg machen. Die 5 Punkte hier behalte ich noch. Vielleicht brauche ich die ja noch. Ich bin auch gerade am Überlegen. Es gibt so ein paar Spiele, finde ich, die ich jetzt auch als nächstes machen könnte. Besonders Star Wars Spiele interessieren mich jetzt wieder. Es sind wohl viele heiß drauf, aufgrund des, ja, des 7. Teils. Wieder mal auch die alten Spiele rauszukramen. Das würde mich vielleicht noch interessieren. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Ansonsten genug davon und konzentriere ich mich jetzt mal weiter aufs Spiel. Weil das hat mir ja vorhin auch hier den, ja, das Genick gebrochen. Bei den Schnappern. Weil ich mich wieder so verquatscht habe. So. Ja. Ein kleiner Feuerball, das reicht für die auch schon. Ja. Das reicht definitiv. Sehr gut. Muss ja hier hoch. Ja. So, dann schnell noch hier Mana-Trank rein. Zwitschern. So, schauen wir mal, wie effektiv der ist. Nur aufgeladener. Oh. Oh. Ah, ist aber ein Zauber, der ich nur einsetzen kann, wenn der Gegner weit genug weg ist. Okay. Dann brauche ich ja vielleicht doch noch den Feuerpfeil. Ach komm, Licht. Hä? Licht brauche ich nicht. So. Heilung 6. Was für eine Musikuntermalung. Klasse. So mag ich das. So. Mit Funkenflug. Alter Falter. Erst mit den. Ach, den Fokus kriegen ist manchmal ein bisschen schwer. Von den Gegnern. Heilung. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Noch mehr Snapper. Mensch, das ist eine richtige Snapper-Schlucht. Hoffentlich begegne ich jetzt keinen Riesensnapper mehr.
Aber gut, dass ich auch noch Schwertkampf gelernt habe. Sollte man eigentlich immer können. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, das muss richtig sein. Anders geht das gar nicht. Ah, Diego. Hey, ich dachte, du wärst tot. Das eine oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Ich habe da ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Nein, nur Spaß. Ich weiß, was auf uns zukommt. Oh, viele kleine Goblins. Komm, krieg deinen Feuerball ab. Oh. Kann den Streitkolben ins Visier nehmen, ist auch nicht schlecht. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll klein kriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Ja. Klein kriegen ist genau die richtige Beschreibung. Hier gibt es nämlich eine Spruchrolle, einen Trank und eine Tagebuchseite. Ich weiß ja nicht, ob ich den Troll... Nein! Jetzt habe ich Diego mit dem Feuerball angegriffen. Ob ich den Troll auch mit meinem Feuerball... Ja, geht schon, aber es dauert ewig. Tag 169. Heute werde ich es schaffen. Ich weiß es. Die Götter stehen mir bei, ich habe alles versucht, einen Troll zu töten. Hätte das Stahlzeug keine Wirkung und Pfeile prallen von ihm ab, als wäre seine Haut aus Stein. Nun werde ich mich dieser magischen Spruchrolle bedienen, die mir die Händler in Korenes verkauft hat. Sie hat mich 50 Goldstücke gekostet, aber der Gewinn, den ich durch die Trophäen bekomme, wird mich reich machen. Heute werde ich einen Troll töten. Naja gut, wie wir sehen, hat das ja nicht viel gebracht. Ich werde jetzt hier schnell mal diese... Wo ist die? Die Chinesen wegschrumpfen. Schauen wir mal. Nicht Diego schrumpfen, ich will den Troll schrumpfen. Ja! Und es zeigt Wirkung. Noch ein kleiner, süßer Troll. Der mir 2000 Erfahrungspunkte bringt. Das war fantastisch! Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Ja, das war der epische Kampf gegenüber einem Troll. Und ein Trollfell gleich bekommen. So. Mensch, klappt da wie am Schnürchen. Eine Winde, die klemmt. Wo ist hier ein Höhlengang? Die Winde scheint zu klemmen. Lass mich mal, da oben. Ich da was machen. Genau, Diego schafft alles. Ja, gut, dass da keine Steine im Weg liegen, dann würde sich genauso festpacken. Und die Winde ist hinter dir, Kollege. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Mhm. Ich dich darf... Wo kommt ihr denn her? Doch veräppeln hier. Hä? Kann ich nicht angreifen?
Hä? Die ignorieren mich auch vollkommen. Die gehen nur auf Diego. Naja, kostenlose EP. Da oben muss der Fokus liegen. Hol dir den Fokus. Ich warte hier. Deswegen hältst du mich an, um mir das zu sagen? Mensch. KI von damals. Unglaublich. Harpyien. Nicht gut. Boah, ich hasse die. Aber kann man leicht besiegen. Oh, diese Schreie. Leute, wenn ihr wüsstet, wie laut das gerade über Mikrofon ist, über Headset. Wieder ein Level Up, super. Nein. Oh, Mist, 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 Mist. Boah, Alter. Boah, da graust es mich. Ist ja schrecklich, dieser Sound. Das Einzige, was noch schrecklicher ist, sind die hängenden Leichen in Cryo 4. Boah. Ist auch alles voller Blut jetzt. So eine Schmiererei hier. Könnt ihr hier nicht mehr sauber machen. Und den zweiten Fokus der Trollschlucht. Komme ich hier runter, Helle? Ich glaube nicht. Ich benutze lieber den Weg. Und... So, Diego. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Der hat so tolle Sprüche. Schau nach einem Weg, den Trollklein zu kriegen. Ich werde die Lage im alten Lager überprüfen. Wieso leuchtet denn das hier so? Eine Fehlbeleuchtung anscheinend. Das Skelett ist einfach so hell. Gut, jetzt haben wir schon zwei von. Wie viele Fokussen waren das? Die. Wie sind denn das? Vier Fokussteine. Gut. Einen habe ich. Nee, der zählt ja nicht. Das sind fünf Fokussteine. Einen habe ich schon abgegeben. Dann muss ich noch vier suchen. Also, den nächsten. Der wäre eigentlich direkt da an der Küste. Wo wir von den Snappern vor einigen Folgen abgehauen sind, weil die damals noch zu stark waren. Und das ist hier. Hey. Sieht auch interessant aus. Oh. Ein Räuber. Okay. Macht ein Räuber hier oben. Sind hier noch mehr? Anscheinend nicht. Aber hier sind... Ah doch, hier ist ein ganzes Lager von den... Und los. Ja, das killt die instant. Komme ich näher runter? Das interessiert mich jetzt mal. Ein Lager voller Räuber. War das auf der Karte eingezeichnet? Ja, doch.
Okay, das interessiert mich jetzt. Vielleicht werde ich in der nächsten Folge mal das Lager erst hier untersuchen, bevor wir uns den nächsten Fokusstein vornehmen. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, ist es auch wieder Zeit, die Folge zu beenden. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugeschaltet habt und dass ihr immer noch die Geduld mit mir aufbringen könnt. Und ja, wie gesagt, bei Fragen oder Anregungen immer her damit in den Kommentaren oder Privatnachrichten könnt ihr mir auch gerne schreiben. Seid mir nicht böse, wenn ich ein bisschen brauche, um darauf zu antworten, bei denen ich gucke nicht jeden Tag rein. Ansonsten, ja, euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer, wenn ihr das immer guckt. Und jetzt bin ich hier im Arsch. Ich beende schnell die Folge. Also, bis dann.